So Leute, willkommen zu einer weiteren Folge. Die drei Fragezeichen, das Geheimnis der Schattenhelden. Und wir sind jetzt mit dem Basis, und zwar haben wir jetzt was rausgefunden über die Schauspielerin Erna Wilson. Mal gucken, was noch sonst von ihr gibt am Strand. Mal gucken, also muss nicht mehr helfen, dem Testfahrer zu helfen. So, mal gucken. Schön kalt, ich lasse sie lieber zu. Der Kittel dürfte passen. Ich ziehe ihn zum... Da wäre ich jetzt fehl am Platz. Okay, immer noch nix. Danny ist ein... Okay, haben wir auch schon was gefunden. Okay, wie kriegen wir hier weg? Sieht aus wie die Brutstätte von Papas Sandmann. Wie kriegen wir hier weg? Ich habe was für dich. Oi. Geschehen. Nun aber los und bitte Mr. Grigsby um eine kleine Rolle für mich. So, wir haben voll erhalten von der Mutter Wilson. Das gehen wir nach hinten hin. So, Grigsby. Okay, Peter ist da. Wir wollen drehen. Aber vorher. Alle auf Ausgangsposition. Na endlich. Mein großer Auftritt. Let's go. Und Action. So, Erdbeere mit Kirschen. Heidelbeere ohne alles. Danke. Zitrone mit Soak. Lecker. Heidelbeere. Ei. Heidelbeere mit Soak. Bumm. Einmal Vanille ohne alles. Zitrone mit Sahne, Freunde. Geht auch. Lecker. Mm. Lecker. Dann einmal Ei. Einmal Erdbeeren mit Soak. So. Hopp. Dann einmal Erdbeeren mit Sahne. Schmeckt auch lecker. Dann einmal Vanille mit Soak. Okay. Dann Zitrone mit Streusel. Und Cut. Danke, die Szene ist im Kasten. Mittagspause. Pause. Nach dem Mittagessen steht der Motivwechsel an. Hoffentlich renkt sich bis dahin alles ein. So. Hier hat die Wimpelkette ihren Zweck erfüllt. Frischer Lachs. Da kenne ich ein paar Feinschmecker. Da hab mir doch so eine Idee. Eine Fischtorte als Köder. Das müsste klappen. Hab ich auch schon mit mir gedacht. Dann einmal zu denen. Sieht aus wie die Brut. Und ab damit. Darf ich euch höflich auffordern, das Weite zu suchen? Der Startschuss ist gefallen. Wer macht das Rennen? Treibt sie Hunger oder Neugier? Egal, die Robben folgen und werfen sich tollkühn in die Fluten. Das Meer hat die Robben wieder. Was Fisch ist, wird gefressen. Was Müll ist, geben wir zurück ins Studio. So, was sehen wir hier Feines? Alles klar. Gehen Sie nicht essen? Wo habe ich sie nur gelassen? Sie muss doch da sein. Killer Barnes. Ja, also ich vermisse eine besondere Halskette. Hinter dem Schmuckstück sind alle in der Serie her. Ja, also ich... Okay. Papas kleine Monsterfabrik. Ich hoffe, ich finde alles, was ich brauche. Klar. Ein Druckluftsprüher. Und? Für den perfekten Schliff. Gepresster Sand mit eckiger statt runder Körnung. Na super. So hieß es in dieser Heimwerker-Sendung neulich. Fehlt nur noch das perfekte Werkzeug. Würde ich dann mal auffüllen? Zum Glück gibt es hier Salzwasser wie Sand am Meer. Na super. Die Katastrophe.
Messer sind klasse, um Formen zu schnitzen. Geil. Peter Frankenstein. Detektiv und Monstermacher. Nice. Also da passt du diese Form. Mal 3. Mal 4. Nee. Der hier passt. Nice. So, was passt hierzu? Natürlich der Robby. Bumm. Der hier passt. Nummer 7, Nummer 8. Nummer 9, der Ritter. Und Nummer 10. Du hast eine künstlerische Ader, Peter. Ich frage mich bloß, wie du die Monster Highland Set bekommst. Einfach. Du nimmst quasi den Wagen, räumst alles leer. Damit. Alle aufladen. Da steckt etwas unterm Kies. Na. Vielleicht ist die noch irgendwo hilfreich und. Da steckt etwas unterm Kies. Noch was? Kettenteil, okay. So, mal gucken. Ob ich hier noch etwas finden. Da steckt etwas unterm Kies. Auch hier. Ich würde sagen, da ist wohl die Kette, Freunde. Bei Taylor Barnes. Gehört diese Kette Ihnen? Die Kette, wegen der ich in der nächsten Szene gejagt werde. Vielen, vielen Dank, Peter. So, erstmal noch zu, wie das weitergeht. Hast du denn keine Pause? Wegen Essen, diesem Ragaf und so? Ich hatte schon ein paar Snacks. Außerdem muss ja alles fertig sein, wenn die Mittagspause endet. Wirklich? Überzeugungskunst? Wow, du hast dich wirklich ins Zeug gelegt. Aber das tanzt mir zu sehr aus der Reihe. Falls du deine Mutter darstellen wolltest, wäre sie nicht eben begeistert. Ups. Stimmt. Es schaut irgendwie aus wie eine Frau. Aber doch nicht wie Mama. Matt. So. Also, wie du das Problem mit den Robben gelöst hast. Alle Achtung, Peter. Du hast etwas gut bei mir. Und was betrifft sie? Dürfen die Darsteller der Superspione auch Autogramm geben? Wenn wir auf Sendung gehen, sicher. Moment. Sag bloß, du bist ein Fan dieser talentfreien Schreckschraube. Moment, wer sagt das? Ja, das würde ich nicht sagen. Justus meinte mal, Fan käme von fanatisch. Werner hat mir ständig wegen Rollen aufgelauert. Zuletzt soll sie Quacksalber einer Schönheitsklinik konsultiert haben. Wie sie wohl heute aussieht. Tja. So sieht Werner Wilson heute aus. Du bist ein Scherzvogel, Peter. Na? Nein, nein, das ist mein voller Ernst. Ich habe sie an der Felsküste getroffen, sie aber natürlich auf Abstand gehalten. Jetzt tut sie mir beinahe leid. Ja. Machen wir aus der Not eine Tugend. Ich brauche Monster, sie ist eines, also soll sie ihren Willen haben. Sag ihr das. Na super. Und einmal zu ihr. Okay, Mrs. Wilson. Sie bekommen eine Rolle. Sie verfolgen in der nächsten Szene Taylor Barnes. Mason will mich dabei haben? Ja.
Okay, ihr Lieben, die Mittagspause ist vorüber. Maske und Kostüm, Mrs. Werner Wilson wird uns beehren. Peter, du weißt Bescheid. Ende. Sie haben es gehört. Wissen Sie, wo Sie hin müssen? Klar. Seit meiner Geburt. Danke, Peter. Falls du mal über Danny oder über Mr. Hitchcock plaudern möchtest, dann komm vorbei. Danke, Mrs. Wilson. Darauf komme ich sicher mal zurück. Alles klar. Ob sie uns wirklich wegen Danny weiterhelfen kann? Ich bin schon froh, wenn sie seinetwegen dicht hält. Wir werden sehen. So, ab zum Set. Voll der Wahnsinn. Und ich mittendrin. Na super. Hör zu, Peter. Ich bekomme schnell Sand in die Augen. Hilf mir, Taylor Zeichen zu geben, damit sie nicht verkehrt läuft. Gut. Ich stelle mich gleich mal hinter sie. Bitte alle auf ihre Position. Danke. Pyrotechnik bereit! Naja, schon fein. So, einmal hier runter. Der Vogel muss hier runter. Ah. Matt. Jetzt kriegen wir die Frau nach oben. Doch sie runter, nice. Play runterlaufen und zur Falle latschen. Jetzt haben wir es. So, Level 2. Ah. Und einmal bitte so rum. Einmal nach unten, bitteschön. So, dann nehmen wir den. Und runter. Let's go, Level 4. Das ist ein bisschen mischtricky, Freunde, das hier. Das ist ein bisschen tricky, das Level. So. Dammit. So. Rüber, runter, runter, rüber, hoch, links, hoch, rechts. Oh.
Und easy geschafft, Freunde. Huh. Fast als First Try. Die Szene ist abgedreht. Danke ans Team. Oh, Papa ist schon unterwegs. Oh, ist er jetzt schon gekommen, oder? Ach, endlich ist wieder Handyempfang erlaubt. Ja. Peter, ich möchte dich mit Raghav Shiotka bekannt machen. Wir kennen uns bereits. Raghav, mein Sohn ist eingeweiht. Du kannst also frei sprechen. Stimmt es, Peter, dass du mit deinen Freunden Fälle löst? Ach, wir sind einfach nur neugierig. Keine Superdetektive. Doch, Jens. Wie ich gerade zu deinem Vater sagte, Peter, ich habe den Verdacht, dass Danny mitsamt dem Heldenanzug verschwunden ist. Oh, kennen wir ihn bereits. Raghav, bist du wirklich der Ansicht, dass wir es unverzüglich melden sollten? Na schön, ich gebe euch 48 Stunden. Aber dann muss ich Mr. Grigsby ins Bild setzen. Na super. Was meinst du zu der Frist, Peter? Das ist Bob. Vielleicht erfahren wir gleich mehr. Hallo Bob, endlich angekommen? Ja, aber ich musste die Feuerleiter nehmen, um ins Loft zu kommen. Danny ist nicht da. Wie? Du stehst in Dannys Loft? Dann pass auf, wo du hintrittst, klein wie er ist. Der Witz hat langsam einen Bart, Peter. Ich wollte nur Bescheid geben, dass ich mich hier ein wenig umsehe, für den Fall, dass ich erwischt werde. Okay, pass auf dich auf. Verstehe ich das richtig? Dieser Bob durchsucht Dannys Wohnung? Naja, es könnte Hinweise geben, dass Danny etwas zugestoßen ist. Was Bob berichtet, hat immer Hand und Fuß. Wie auch immer, wir sollten uns wegen Danny nicht von der Arbeit abhalten lassen. Ja. Also gut, 48 Stunden. Geht klar. Ich muss los. Denk dran, 48 Stunden. Zwei Tage. Und tschüss. Abwesen. Mann, der hatte es aber eilig. Als wäre der Teufel persönlich hinter ihm her. Peter verspricht seinem Vater, dass die drei Detektive den Anzug vor Ablauf der Frist finden. Und er hilft ihm, das Set abzubauen. Außerdem erkundigt er sich bei Justus, wie es in Santa Monica lief. Und erstattet Bericht. Help? Oh oh. Am späten Nachmittag erhält Peter eine Nachricht von Bob. Mit einem Foto. Peter traut seinen Augen kaum. Ist Bob tatsächlich zu einem Winzling geworden? Ups. What the hell? What is going on? Leute, wenn ihr wissen wollt, wie weitergeht, dann bis zur nächsten Folge. Euer Helios Jared. Und vergesst nicht meinen Kanal kostenlos abonnieren und ein Like da lassen. Bis dann. Ciao, meine Freunde.